Heute zeige ich euch die App Procreate und wie ihr in der App eine neue Leinwandvorgabe erstellt. Dafür geht ihr hier rechts oben auf das Plus und dann auf dieses Symbol. Und dann könnt ihr auch schon eure Leinwanddaten eingeben. Meine Leinwand soll jetzt eine Vorgabe für die Größe DIN A4 sein. Das benutze ich relativ häufig. Dann habt ihr hier unten die Auswahl zwischen Millimetern, Zentimetern, Zoll und Pixel. Ich wähle mir jetzt hier Millimeter aus und für die Breite wähle ich mir 210 mm aus und für die Höhe 297. Wenn ihr euch unsicher seid bei den DIN-Größen, dann könnt ihr das einfach googeln. Da gibt es eigentlich ganz gute Übersichtsseiten, wie groß die einzelnen Größen sind. Die DPI geben die Dots per Inch an, also wie viele Bildpunkte auf einen Inch kommen. Das ist wichtig, wenn ihr die Datei später ausdrucken wollt. Deswegen lasse ich das immer auf 300. Wenn ihr rein für Bildschirme arbeitet, könntet ihr das auch auf 72 DPI runterregeln. Aber wie gesagt, ich lasse mir das gerne offen, die Option, dass ich das später auch noch ausdrucken kann, beziehungsweise drucke eh sehr viele meiner Designs aus. Deswegen lasse ich das so. Hier wird euch die maximale Ebenenzahl angezeigt. Das variiert je nach iPad-Leistung. Es kann sein, dass er bei euch mehr oder weniger angezeigt wird. Beim Farbprofil kann ich einstellen, ob ich im RGB- oder CMYK-Profil arbeiten möchte. RGB ist wieder für Bildschirme, CMYK für den Druckbereich. Auch hier wähle ich meistens CMYK, weil ich die Designs später oft ausdrucke. Ihr könnt aber auch RGB auswählen. Also RGB lässt sich später auch drucken. Im RGB-Farbraum stehen nur viel mehr Farben zur Verfügung als bei CMYK. Deswegen sieht das Druckergebnis dann eventuell leicht anders aus von den Farben her. Bei den Zeitraffereinstellungen könnt ihr auswählen, ob ihr die Bildschirmaufnahme in 1080p, 2K oder 4K aufnehmen wollt. Mir reicht der 1080p völlig. Ich teile die Videos maximal auf Instagram oder speichere mir mal das ein oder andere ab. Aber da brauche ich kein 2K oder 4K, weil da einfach auch die Datenmenge gleich viel höher ist. Bei den Leinwandeigenschaften könnt ihr noch eine Hintergrundfarbe einstellen oder auch den Hintergrund ausblenden. Wenn ihr die Leinwand öffnet, erscheint dann eben der Hintergrund direkt in der von euch gewählten Farbe oder eben auch gar nicht. Da lasse ich auch immer weiß eingestellt. Wenn ihr alle Einstellungen gemacht habt, dann klickt ihr auf Erstellen. Dann öffnet sich die Leinwand einmal direkt. Ihr könnt die natürlich jetzt auch im Nachhinein noch drehen. Und wenn ihr zurück zur Galerie geht und wieder auf das Plus, dann seht ihr auch schon eure neu erstellte Vorgabe. Wenn ihr die Vorgabe im Nachhinein noch bearbeiten wollt, dann könnt ihr einfach mit dem Apple Pen oder auch mit dem Finger nach links swipen und dann könnt ihr die Vorgabe löschen oder bearbeiten und kommt wieder zurück in das Menü. Könnt abbrechen oder auch die Änderung sichern.